Einen wunderschönen Mittwochnachmittag wünsche ich euch. Hier ist eine neue Folge Construction Simulator zusammen mit dem Toledo, dem Uwe und meiner Wenigkeit. Schönen guten Tag, ihr Lieben. Hallo. 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 Da sind wir wieder nach einer Woche Pause. Ja, frisch nach dem Betriebsurlaub. Los richtig, geht's. Richtig, los geht's. Ja, los geht's, ist gut, ne? Wir haben immer, ich würde einen Container kaufen. Ja, mach mal. Der LKW steht schon am Händler. I know. Ja, wir haben ja immer noch das Problem mit der komischen Erde da, ne? Da war ja was. Die, Senior, genau. Wir haben aber einen Plan. Wir haben einen Plan. Wir haben jetzt einen neuen Container besorgt. Der gerade gesehen bei mir. Und werden den jetzt benutzen, um, ja, leider Gottes, 10 Kubikmeter Erde zu kaufen. Wie heißt denn jetzt das? Am Kieswerk. Und werden damit dann hoffentlich die Mission abschließen können. Hast du gerade dieselbe blöde Idee wie ich, Marc? Ja, hab ich. Was habt ihr denn für blöde Ideen? Ach nichts. Wir fahren die Bagger jetzt zurück. Okay, aber ihr könnt doch einfach auch einen. Also. Ihr könnt doch einfach einen zweiten Auftrag annehmen. Das wurde sich tatsächlich eh gewünscht, was ich gesehen habe. Hat das jemand in die Kommentare geschrieben und eigentlich ist es auch eine coole Idee, dass Marc und ich immer versuchen, auf unterschiedlichen Baustellen zu sein. Dann haben wir nicht das Problem, dass wir aufeinander warten müssen und sonst was, sondern immer ein bisschen Action am Mann ist. Ja, dann würde ich sagen, sucht Marc sich doch einen Auftrag raus, oder? So wäre es. Kann allerdings nur Uwe machen, ne? Weil ich kann ja keine Aufträge annehmen. Ach so! Ja, ist richtig. Dann such du doch mal für Marc einen Auftrag raus. Boah, richtig. Richtigen Assi-Auftrag suche ich immer raus. Kannst du die Aufträge sehen? Nee, kannst du auch nicht. Nein. Ne? Okay. Ich hatte eben schon durch Zufall geguckt. Also nicht Zufall, sondern ich hatte eben geguckt. Ich würde gerne das Neubaugebiet annehmen. Das ist ein Sonderauftrag, der bringt nicht unbedingt die Welt, 80.000 Euro. Ja. Aber ich bin mir nicht mehr sicher, ob man aus diesen Sonderaufträgen dann neue Aufträge generieren kann im Laufe des Spiels, was damit auf sich hatte. Ja, warum nicht, dann nehmen wir an. Okay, Sekunde. Ich biege hier einmal kurz noch ums Eck und bleib mal hier stehen. Guck mal, da liegen ein paar Silageballen. Bitte zubringe. Hast du bestimmt vergessen, ne? Wie konnte ich so einen Bagger nochmal zurückschicken? Naja, steigst ein und gehst dann auf dein Hauptquartier, also oben auf das Stecknadel, sagst, Stadt hier, Dorf, wie heißt es denn? Warte, jetzt gucke ich selber. Firmengeländestadt, genau, und dann sagt er dir, was du dafür bezahlen musst. Genau. So, müssen wir mal gucken, ne? Was wir brauchen. Für den Auftrag, das Neubaugebiet. Fahre zur Baustelle, Vorarbeiter ansprechen, dann mach das doch mal. Ja, mach ich mal, komm her. Da musst du baggern. Mit Sicherheit. Aber da hätte ich noch mal ganz, ganz ketzerisch eine zweite Frage. Ja. Klingt jetzt echt blöd und ein bisschen falsch, aber wie teilen wir uns denn dann den Stift? Also ich würde tatsächlich sagen, dadurch, dass ich ja so viel schon gekauft habe und sowas, würde ich erstmal beim Doppelhaus weitermachen, weil da sind ja die ganzen Sachen hier mit Generator und alles, das ist ja alles schon gekauft. Das muss nur noch dahin transportiert und abgeliefert werden. Ja, alles gut. Dann würde ich da nämlich auch erstmal mit weitermachen. Toll, ich kann den King Louis nicht ansprechen. Ah, warte. Brauchst du noch Rechte? Ja, wahrscheinlich.
Nee, du hast eigentlich die Rechte. Ich kann ihn aber nicht ansprechen. Ja, ich bin ja schon auf dem Weg. Ich kann ihn auch nicht ansprechen. Hey, du Penner. Hallo, du Affe, rede mit mir. Fahre zur Baustelle. Ja, wir müssen erstmal zur Baustelle fahren. Hast du ein Fahrzeug hier? Nein, ich habe ein Taxi genommen. Ja, merkst du selber, war eine schöne Idee. Ja. Nimm mal einen Pritschenwagen, fahr mal hin, bitte. Wir sind beide voll. Naja, wir haben zwei, drei Pritschen wegen. Sagt man wegen? Ja, irgendwie so. Ich dachte, hier kann ich Erde kaufen. So, kann ich die Erde nur kaufen, wenn ich abgesetzt habe? Keine Ahnung. I don't Knopf. Du bist auch so ein my yellow, my English is not noch was? Nochmal. I think I spider. My English is not the yellow from the egg. Yes. So schlecht, Alter. Aber immer wieder gut. Konnte ich mir noch nicht mal mehr merken. My English is very rare, but not so schnell, ne? Richtig, genau. So, wie kann ich das denn jetzt hier? Ich will den. Ich brauche Hilfe. Stift, geh doch mal hin. Geh doch mal hin. Sei doch mal nicht so, zusammen mal Tobi hier. Ja, Kieswerk, ne? Ja, ich bin im. Du kannst einfach in den Absetzkipper gehen, aber. Zu spät. Marc, du kannst auch gerne kommen, weil wir dachten doch eigentlich, geht hier an diesen Triggern. So, jetzt stehe ich da unten mit meiner Mulde, aber weiß nicht, wie ich ihn voll bekomme. Ist das denn? Wow! Was hast du denn gemacht? Das weiß ich nicht. Uwe, was war das? Ja, normalerweise ist es richtig, hier drunter fahren, aber du kannst eigentlich die Mulde drauf lassen und dann drunter fahren. Alter, Fahrzeuge mit Ladung können nicht geliefert werden. Ja, das ist total schade, weil ich kann jetzt exakt nichts mehr machen. Ah. Hey, bei dir ist der auch nach hinten gekippt. Bei mir war der eben oben und deswegen ist es gebackt. Wie geil. Muss ich die Mulde hier abstellen, damit er das voll macht, oder wie? Normalerweise nicht. Normalerweise befüllt er das auch auf der Ladefläche. Ja, hatte ich versucht. Ich hatte sie eben abgestellt, aber noch nicht abgekoppelt. Bin ein bisschen irritiert. Weil das ist halt das. Wo ich gerade denke, das läuft nicht. Bisschen ärgerlich. Ja, wie gesagt, normalerweise reicht das, wenn die Mulde oben drauf ist und dann kannst du. Ja. Wie gesagt, war ich. Ihr seid beide hier als mit was auch immer drin, Admins oder wie auch immer man das hier schimpft. Und genau darunter stand ich. Ich habe auch mehrmals R gedrückt fürs Beladen und so, ne? Alter LS, aber macht er nicht. Er gibt ja auch kein Interaktionsmenü oder sowas. Also ich habe keine Ahnung. Ich hab's nicht hingekriegt. Ich wüsste jetzt auch nicht wie. Komisch. Oder kannst du's nicht kaufen? Ja, doch, eigentlich kannst du Erde kaufen. Also Erde kannst du eigentlich kaufen. Indem du halt irgendwie hier unterfährst. Weil, wenn du später Aufträge hast mit bringe Erde da hier oder dann musst du auch Erde abgeben. So Aufträge gibt es auch. Und dann hast du halt, kannst du normalerweise zur Not von der Baustelle A zu B die Erde quasi bringen, ne? Aber. Keine Ahnung. Ich weiß einfach nicht, vielleicht haben wir den Auftrag komplett verbuggt. Das kann sein, ja.
Dass wir den verbuggt haben. Das Ding ist halt, wir haben dafür jetzt schon alles gekauft. Ne? Also ich kann ihn auch abbrechen, aber... Ich hab keine Ahnung. Lagere den markierten Bereich aus. Okay, komm, lass uns ganz kurz eine Entscheidung treffen. Abbrechen oder nicht? Es bringt ja nichts. Hast du die Erde noch da oben? Die Erde ist nur, liegt nur hier, ja. Vielleicht probieren wir es damit. Du meinst mit der Erde, du kannst auch einsteigen, dann bist du Beifahrer. Du meinst die Erde, die Mark jetzt ausbuddelt, oder wie? Ja, weil er soll es ja nur ausbaggern. Ja. Er muss die ja nirgendwo hinbringen. Gut. Wir kommen. Oh, für Rundumleuchte, konnte ich mir merken, liebe Leute, ne? Aber du hast das auch noch nicht abgeschlossen, ne? Was? Mark. Achso, nee, Mark hat gerade erst angefangen. Ich habe gerade erst angefangen, ja. Und hier steht nämlich Abschnitt 5, transportiere 19 Kubikmeter Erde vom Kieswerk in den markierten Bereich Baustelle und lade sie dort ab. Siehste? Also da haben wir das zum Beispiel auch. Okay. So, und hier bringen wir 10 Kubik zum Dingens. So. Zum Kieswerk, genau. Und ich glaube einfach, wir haben irgendwie die Mission kaputt gekriegt. Ist so ein Gefühl. Ich glaube, das fing schon an, vorschnell irgendwas gemacht hatte. Schon. Ja, wo du vorschnell den Container da abgegeben hast. Ja, richtig, genau. Ich denke mal, die Mission hat das nicht verkraftet. Ja, genau. Ich denke nämlich, dass das wird unser Problem sein. Aber alles gut. Wir können das jetzt gerne nochmal testen, dass ich zu dir komme. Du da baggerst, mir das rein. Oh, das ist die falsche Mist. Achso, warte. Navid sagt noch weiter. Ansonsten haben wir halt 170.000 alleine nur für diesen Abschnitt verloren, ne? Und eine Menge gebaggert. Das wäre echt ärgerlich. Aber gut. Vor allem auch noch einen zweiten Bagger gekauft dafür. Das ist richtig, aber gut, den brauchen wir eh. Weil gerade auch wenn wir sagen, dass wir jetzt immer auf zwei Baustellen versuchen, zeitgleich zu arbeiten, dann werden wir den einfach benötigen. Und der leckt da ein bisschen unten, oder sieht das nur so aus? Soll ich weiter? Wo soll ich hin? Wo willst du mich hinhaben? Ne, bleib ruhig mal stehen. Ich probier's mal. Du musst dich noch ein bisschen drehen. Ich lass ihn einfach mal machen. Ich guck noch nicht mal hin. Hallo, lass die Mulde doch ganz. Das sah gut aus. Lass doch die Mulde da drauf. Nee. Dann kannst du jetzt gleich einfacher abkippen. Ja, nicht wenn du die hochkant stellst. Ja, deswegen stelle ich's. Was seid ihr denn jetzt hier so für Mimimimimis? Habt ihr nur versucht, dem Markt zu helfen? Wie viel passt in die Mulde nochmal rein? Das weiß ich leider nicht. Steht das nicht da beim Händler, wenn du das kaufen willst? Gute Frage. Habe ich ehrlich gesagt nicht drauf geachtet. Ich fahr mal kurz zum Baustoffhändler. Mach mal. Ausrüstung. Nee, steht da nicht bei. Ich
Boah, zeigt ihr dir das an, wie voll die Mulde ist jetzt? Nee, leider nicht, leider nicht. Scheiße. Ich dachte auch, das sieht man so ähnlich wie bei der Schaufel, aber er zeigt nicht an, wie viel drin ist. Machen wir so viel rein, wie geht. Wird schon schief gehen, ne? Mehr geht nicht. Okay. Soll ich jetzt wegfahren? Ja, probier mal. Okay. Ich buddel mal nicht weiter, falls du noch was brauchen solltest. Nee, buddel weiter, alles gut. Geht das so? Och man. Warte, welche Taste war? Aber wie fahre ich die denn nochmal hoch? Mit rechts, links, Steuerkreuz. Ja, aber mach das. Dann mit hoch, runter. Eins von beiden. Neubaugebiet. Nein, wir wollen nicht weiter baggern, ne? Ja, geht bei mir gerade nicht. Kannst du mal einsteigen? Ich kann nur hoch und runter machen, nicht raus und rein. Marco, du bist fertig mit Buddeln. Ja, okay. Ja. Also Toledo, du kannst gerne auch fahren. Ich sitze auf dem Beifahrersitz, auch cool. Ging bei mir gerade nicht. War doof. Komisch, wa? Ja, irgendwie Steuerungsbug gerade gehabt. Soll ich dich navigieren? Aus irgendeinem Grund kann ich gerade nicht schneller fahren. Du hast die Mulde nicht richtig eingefahren. Ja, sieht gut aus. Jetzt sei doch nicht so. Richtig nee, runter, glaub, du Toledo. Musst den Kran richtig einfahren, Toledo. Der Kran ist noch nicht ganz eingefahren. Toledo, runter mit den Armen. Wie weiter runter gehen sie nicht. Doch. Du hast den. Nicht den Arm, auch den. Das Ding, was du nach oben machst. Das, genau das. Rein. Jetzt. Kasala. Ah, guck mal hier. Azubi lernt noch was. So, einmal links bitte. Links. Oh. Ich hab gehört, Vorfahrt 8 Schilder brauchen wir nicht, ne? Nein, brauchen wir nicht. Ich hab gehört, warum hat der Max einen schnelleren Anzug als wir? Ich hätte ihn voll gerne in den Bagger raufen sehen, aber gut. Da, wo der Rote steht, müssen wir rechts raus. Das ist interessant, ne? Wenn man mal so andere Leute zuguckt, wie die fahren, ich wäre über die Grünfläche gebrettert. Ich fahr zu viel Feuerwehrautos, da machst du sowas nicht. Da guckst du, dass du immer irgendwie versuchst, in den Gegenverkehr zu kommen. Geradeaus weiter? Links. Rechts. Das Frauenlinks, Toledo. Das Frauenlinks. Hier wieder rechts. Hui. Hui. Ah. Oder durchs Maisfeld bretterst. A la LS, aber ja, ohne Hexer. Also, wir sind ja schon mittlerweile in der Mittagszeit angekommen. In der Frühstückspause hat man ja die erste links. Kiste schon weg. Achso, okay. Was war das denn? Herr Kummer steht wieder. Also bei mir sah das gut aus. Unsere Kabine hat gerade einen Härtetest gemacht. Aber diese Schilder. Obwohl, das geht mit dem nicht. Auch einfach richtig, richtig schwierig, ne? Vor allem, warum steht das Stoppschild mitten auf der Straße? Ja. Das gehört sich halt nun mal so, ne? Machst du nix. Gut, jetzt habe ich ein Problem. Was denn? Naja, ich bräuchte jetzt einen Pritschenwagen mit Kran, ne? Um die Paletten zu holen. So, die sind aber beide voll. Ja, warte. So, wo sollen wir es jetzt reinkippen? Hier rechts ran und dann gib ihm.
Hier rechts ran und dann gib ihm. Okay, alles klar. Genau. Ihr Lieben, wir warten mal noch auf das Kommando vom Uwe. Nein, bis Samstag haben wir das Problem hoffentlich gelöst. Okay. Dann kriegst du dein Pritschen waren. Alles klar, okay. Dann mache ich jetzt Feierabend oder was? Ja, Mama. Okay, alles klar. Gut, ihr Lieben, dann lasst gerne ein Däumchen nach oben da, schreibt in die Kommentare und ihr wisst ja, ne, wir sehen uns Samstag wieder. Bis dahin, tschüss und bye bye. Tschüss.